Ich heiße Mohadis Hosseini und ich schreibe seitdem ich 13 bin. Dieses Bild wurde während des Zweiten Weltkriegs von einem Jungen gezeichnet, als er sich in einem Schutzraum verstecken musste. Mir ist diese Zeichnung schon aufgefallen, als ich das erste Mal durch das Museum gegangen bin. Der Junge hat mich angeschaut und ich habe gleich ein Foto von ihm gemacht. Obwohl mehrere Personen auf dem Bild zu sehen sind, hatte ich immer dieses Junge in Erinnerungen. In dieser Zeichnung kann ich die Angst spüren und ein Gefühl der Unsicherheit und des Unbekannten. Ich denke darüber nach, wie sich dieses Kind gefühlt hat und was es erlebt hat. Und ich denke auch darüber nach, was sich diejenigen, die dieses Krieg begonnen haben, gefühlt haben. War das es wert? Wenn Soldaten kämpfen, wenn das Blut fließt, wenn Kinder im dunkelsten Winkel der Erde Geborgenheit suchen und wenn der Tod neben ihnen flackert, was machen die Anführer?